Yo Leute, ich bin's Felix und ich hab mal wieder richtig Bock mit euch zu zocken. Heute mal wieder Outlast 2 und ja, ich denke mal, ich kann sagen, letzte Folge war ich wirklich blind und dumm. Naja, so lautet ja auch der Titel des letzten Videos, weil ich habe keine Ahnung, wie oft ich an diesem komischen Durchgang vorbeigelaufen bin. Obwohl das eigentlich so offensichtlich war, ich habe es einfach nicht gesehen. So, als ich mir die Aufnahme angeguckt habe, dachte ich nur, Alter, dein Ernst. Ja, gut. Hauptsache ist, wir haben überlebt. Diese komische Hexe hat uns nicht erwischt. Ja. Und wir haben hier wieder was Schönes zum Lesen. Und das lesen wir doch jetzt erstmal. Liebste Martha, meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ist es nicht mal seit meiner Kindheit? Na, ist auch egal. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben. Doch erhöre mich, du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist nicht du schuld, wenn er ein Kind angreift? Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du nicht schuld an ihrem giftigen Biss? Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du nicht schuld an jedem Unschuldigen, der brennt? In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt, jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feinde sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet. Denn der Feind ist wild und giftig und hungriges und ein hungriges Inferno. Halte durch. Stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Tempelgate dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe. Dass Gott dich liebt. Knut. Knut? Martha? Knut? Ist das derselbe Knut, der hier schreibt, hier, ich liebe dich? Der Fette, der eben die eine da so... Also das ist eben der, die auf der Streckbank so... Alter! Dann scheint mit der Martha ja vielleicht auch irgendwas nicht zu stimmen. Aber die haben wir, glaube ich, noch nicht kennengelernt. Kann das sein? Ich glaube nicht. Krass. Knut hat Gefühle? Wo gibt es denn sowas? Gut, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Wer ist Martha? Und kann Martha irgendwie auf Knut einwirken, dass er vielleicht nicht mehr so ein Arsch ist, wie er jetzt ist? Ich meine, gut, sein, also da ist, glaube ich, echt nicht mehr so viel zu machen, vor allem nach dem, was er so angestellt hat bisher. Ist da, glaube ich, echt nicht mehr so viel zu retten. Hallo? Hallo? Ja gut, das läuft. Aber da komme ich auch nur zurück, ne? Ah, das sieht doch richtig aus. Dann, oder? Ist ein bisschen hoch, oder? Schaffen wir das? Na gut, wir sind ja jetzt genug gerannt die letzte Zeit. Das kriegen wir hin, oder? Ja, easy. Und... Before I found her hanging. Wake up, wake up. I'm still here. Okay. Okay. Jessica. Und Lake hat gesagt, das war bevor ich sie gefunden habe. Was war, bevor er sie gefunden hat? Also, ich meine, wenn er sie gefunden hat und das davor war, dann hang sie doch, also dann hing sie da doch schon und, also, Alter. Alter. Krass. Also, irgendwas. Also, was ist irgendwas? Ich glaube, es hat alles mit Jessica zu tun. Irgendwas haben wir getan, irgendwas haben wir nicht getan. Vielleicht haben wir irgendwo nicht geholfen und... Oh Mann. Ja,
Hä, wieso hat denn das gerade so geflimmert? Ich habe doch noch Batterie. Aber krass, ey. Gut, gucken wir uns erstmal die Aufnahme an. Gut. Das hat mich jetzt weitergebracht, aber wir haben nicht geredet, ne, als wenn wir aufgenommen haben. Das heißt, die Stimme, das war nicht wir. Das war nicht wir. Kann ich hier auch? Theoretisch. Ich glaube, wir gehen aber erstmal nach. Scheiße, was machen wir? Was machen wir? Wir gehen erstmal nach links. Wir gehen nach links. Oh oh. Dieses Flimmern ist in der Regel echt nichts Gutes. Irgendwas ist da. Scheiße. Also irgendwas ist da. Und irgendwas ist da. Also Essen. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Oder? Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie. Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie immer Angst, dass Jessica da so zusammengekauert sitzt in der Ecke und irgendwas in sich rein snackt. Irgendwelche Menschenteile oder so. Oh. Okay, das, We are loved. God, Faith, Christ. Christ. Okay, Christ. Also, na, ihr wisst schon. Sensible High School. Und. Ne, Nachnamen machen wir gleich erst. Ich. Okay, da geht's nicht weiter. Ich gehe echt zu verschwenderisch mit den Batterien um. Ich muss das echt ein bisschen zurückfahren. Okay, jetzt müssen wir dahin, wo irgendwas am Essen war. Okay, wir haben noch 3 Balken Batterie. Nee, das mache ich nicht. Ich lade vorher nach. Das ist mir sonst echt zu kritisch. Ey, wenn da irgendwas. Irgendwas Komisches sitzt. Oh Mann, oh Mann. Immer schön dich neben der Wand, dann kann ja nichts passieren. Ich bin eigentlich gar nicht da. Nee, ich geh erstmal hier rein. Alter, was ist das? Ist das diese Martha? Obwohl, das macht eigentlich keinen Sinn. In der Schule erleben, treffen wir, glaube ich, niemanden von den Leuten, die. Okay, irgendwas hat da gerade mit uns geredet und fand, dass wir sehr großzügig sind, was einerseits sehr nett ist und danke dafür, aber was? Alter. Irgendwas pfeift hier. Was ist? Jo. Genau, ist klar. Ach, komm. Was haben wir da? Das erinnert mich auch so hier an dieses Galgenraten. Das ist ja auch dieses Männchen, oder? Ungefähr das, was da auf dem Flur war. Unfri-ab. Jo. The Hangman Game. Like Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the Hangman somewhere. For Lynn to find. Ja, geil. Finden wir doch mal hier das Galgenmännchen. Also ich meine, was gibt es denn Schöneres, oder? Ist ja nicht, dass wir hier schon genug mit Tod und was weiß ich nicht allem zu tun haben. Dann können wir ja auch einmal mal hier so ein bisschen Galgenraten spielen. Genau mein Humor, komm.
Also ich habe mir das bestimmt nicht eingebildet, dass hier irgendwo irgendwas gehockt hat und irgendwas gegessen hat. Also, ihr habt das doch auch gehört, Leute, oder? Ihr habt das doch... Naja, natürlich habt ihr das gehört. Ja, das ist eindeutig dieses komische Männchen hier. Wo sind wir vorhin hergekommen? Da oben, ne? Gut, dann... Ab durch die nächste Tür. Das macht mir jetzt auch nicht unbedingt Mut, dass auf der anderen Seite jetzt unbedingt, also nicht unbedingt irgendwas passiert ist. Das heißt eigentlich, es war eine 50-50-Chance, wo wir zuerst hingehen. Sprich... Geil, die ist zu. Natürlich sind die Räume, wo Licht brennt, die sind zu. Ach, komm, hör auf. Hier sind aber keine Geräusche. Lass mich... Oh. Ey, das ist doch... Ist... Da ist doch irgendwie so ein Schatten oder sowas auf mich geflogen, oder? Hallo, könntest du offen hier irgendwie deine Essensreste oder was das auch immer ist nach mir zu schmeißen? Alter. Geil, und hier ist natürlich wieder nichts. Oh Mann. Und wir können uns theoretisch immer in diesen Spinden verstecken. Was eigentlich auch nur bedeuten kann, dass... dass irgendwas hier vielleicht noch passiert, wo wir uns in den Spind verstecken müssen. Gut, in den anderen Momenten so, wo wir in der Schule waren, da... Oh Mann, ich hoffe, wir haben noch genug Batterien. In den anderen Momenten, wo wir in der Schule waren, da... mussten wir das ja auch nicht machen. Da war ja im Prinzip auch irgendwie nie was Schlimmes, ne? Wenn man sich das mal so überlegt. Ah, nice, eine Batterie. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Da ist eigentlich nie was richtig Schlimmes passiert. Es waren immer nur diese Geräusche oder welche Hände, die aus der Decke rauskamen und wieder verschwunden sind. Aber sowas... Wir wurden noch nie so richtig angegriffen. Huch. Achso, rückwärts. Oh Mann, ja, ich drück die ganze Zeit nach vorne. Tut mir leid. Mann. Da ist nichts. Da ist auch nichts, hoffe ich. Ja, natürlich ist die Tür hier jetzt offen, da wohnt natürlich gar kein Licht, obwohl das noch ein bisschen Licht. Okay, das habt ihr auch gesehen, oder? Das habt ihr natürlich... Ja, oh Mann, Alter. Wieso kam aus dieser komischen USA-Flagge? Wieso kam da... Wir sehen ganz schön bullig aus irgendwie, ne? Wieso kam da so ein komisches Geistvieh raus? Und wieso sind hier wieder diese komischen Essensgeräusche? Die sind jetzt auch irgendwie näher als sonst, oder? Ist das Jessica? Hören wir da gerade Jessica, die irgendwas snackt? Oh Mann. Das klingt echt so, als wäre das hier irgendwie direkt neben... Ah! Das Galgenmännchen. Und da fehlt was und hier fehlt was. Alles klar. Und da hinten haben wir so einen schönen Projektor, der... Und wir haben eben eine Folie. Ja, gut, okay. Also was jetzt kommt, das ist ja eigentlich klar. Und jetzt... Achso, ja. Ich mache natürlich nie das, was das Spiel mir sagt. Ich drücke da nie drauf. Das ist etwas überdimensional. Wir sind zu fett, passen wir nicht durch. Okay, wir waren zu fett für diesen komischen Gang. So, jetzt müssen wir das nur noch in Form... Quietsch. Sounds about right.
Blake verrät uns immer mehr. Blake verrät uns immer mehr. Er hat irgendwo... Er weiß auf jeden Fall, was mit Jessica passiert ist. Und ich habe so langsam... Also, beziehungsweise ich habe so das Gefühl, dass er damit was zu tun hat. Gut, hier ist nichts mehr. Oh, schnell Licht an. Oh Mann, ey. Ich hab Schiss, dass hier gleich irgendwas auf uns zufliegt. Nice, das ist zu. Oh Mann. Irgendwas ist hier. Hier ist definitiv irgendwas. Ich meine, da war die ganze Zeit irgendwas am Essen. Einfach mal die ganze Zeit. Und... Oh, scheiße, ich weiß echt gerade nicht. Okay. Ja, gut, jetzt brauche ich eh nicht mehr gucken, wie viele Batterien wir noch haben, weil entweder wir haben jetzt noch eine oder wir haben einfach mal keine mehr. Gut, okay, ich bin jetzt einfach mal mutig. Ich laufe jetzt einfach mal so ohne die Nachtsichtfunktion durch. Können wir jetzt diese Tür hier... Nee, die ist immer noch blockiert. Wie können wir denn jetzt... Wir sind hierher gekommen und hier war diese Wand mit den Jessica-Galgenmännchen. Die war genau... Da war die. Da oben ist sogar noch die Schrift. Es ist bis jetzt echt zu lange gut gegangen. Jetzt, also, so, scheiße. Nice. Oh fuck, wir haben noch 4 Balken. Oh Gott, ich habe noch eine Batterie. Ist das geil. Was? Was? Oh, da waren schon wieder diese komischen Schatten. Raus. Scheiße, das geht nicht. Kann ich... Jetzt verstecke ich mich einfach, komm. Wir verstecken uns jetzt einfach hier in dem Spind. Oh Mann, das ist bestimmt super effektiv, sich hier jetzt in diesem Spind zu... Komm schon, Mann, das muss doch gehen. Scheiße. Aber das ist kein Geräusch. Wieso bewegt sich der Boden so komisch? Irgendwas ist da doch echt richtig fett am Snacken, oder? Was ist da? Hier war gar nichts. Hä, wo ist denn dieses komische Vieh hin? Hier war doch irgendwas richtig... Hier hat doch irgendwas die ganze Zeit gegessen. Okay. Aber ich glaube, die Tür war eben noch nicht auf. Okay, die hängen hier einfach mal zweimal, das ist okay. Dreimal sogar. Noch irgendwo? Nee. Und wir haben hier gar nichts. Oh, noch eine Batterie. Die nehmen wir natürlich mit. Aber sonst... Da müssen wir hin. Gut, das macht Sinn. Dann
klettern wir doch hier einfach mal drauf. Und hier waren wir wirklich schon wenig durch den Brunnen hingekommen. Ich glaube, hier waren wir durch den Brunnen. Was? Alter! Was? Oh. Ernsthaft? Da passiert einfach die ganze Zeit nichts und dann kommt in diesem komischen Lüftungsschacht dann auf einmal dieses... Alter... Okay, ich dachte, das wird jetzt... Na ja, gut, okay, ich habe nichts dagegen, wenn da nichts passiert. Oh, ich mich umsonst die ganze Zeit verrückt gemacht. Das ist ja unglaublich, ey. Es ist doch unglaublich. Okay, ja, fangen wir mal dahin. Mines. This leads to the mines where the others took Lynn. Hier hat doch gerade irgendwer so komisch rumgestöhnt, oder? Ne. Also ja, da war irgendwas, aber dann, wenn man es filmen will, dann verschwindet. Das ist so dieser typische Vorführeffekt. Immer dann, wenn man irgendwas zeigen will, funktioniert es nicht. Es ist doch typisch. Es ist doch wieder typisch, Leute. Bitte sag mir nicht, dass wir darüber müssen, oder? Oh, das ist doch mal... Oder? Müssen wir hier lang? Müssen wir hier lang? Nee, aber... Oh, scheiße. Der sieht nicht mehr ganz so gut aus, muss ich sagen. Der sieht doch ziemlich eingequetscht aus, oder? Hat er sich da hingelegt? Naja, wer weiß, ist ja auch egal. Wir lesen jetzt erstmal hier das schöne Briefchen. Oh, das ist auch wieder so ein... Oh, Rechtschreibfanatiker ist das hier. Also Grammatikfanatiker. Läuft ja bei ihm. Okay, Moment. Nicht, dass die Kamera gleich währenddessen ausgeht. Ich will euch natürlich hier das beste Erlebnis geben. Deswegen lese ich euch jetzt diesen Brief ganz toll vor. Oh Mann, was rede ich da schon wieder? Mein lieber Simon. Simon? Simon? Du warst für mich immer mehr als ein Cousin. Schon als wir Kinder waren und ich hoffe, du hilfst mir, weil ich habe Ärger, besonders weil es um Medizin geht. Ich sag bloß, dass ich Beulen von, glaube ich, Syphilis hab und hab Angst, dass die mich zu den Beuligen schicken. Und ich hab riesen Angst und will nicht gehen. Und ich weiß, dass Ficken nicht sicher ist, außer mit Papa, weil Gott und Jesus ihn von allen Krankheiten schützen. Aber Gott und Jesus schützen mich nicht und jetzt brauche ich deine Hilfe. Gott segne und schütze dich. Atalia. Bist du Atalia? Oh, Alter, was ist mit deinem Gesicht los? Okay, hier hauen wir lieber ab, nicht, dass wir uns irgendwie noch anstecken. Und ich glaube, das war auf jeden Fall... nicht der richtige Weg. Ich. Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Ich glaube, wir müssen wirklich hier rüber. Ich glaube, wir müssen wirklich hier rüber. Schade, man kann nicht das Ganze unten sehen. Ich glaube, es ist auch besser so, wenn man den Boden nicht sieht.
Also es wäre irgendwie schon besser beruhigender, wenn man den Boden sehen würde, aber so haben wir wenigstens keinen Eindruck, wie tief das hier wirklich ist. Dann kraxeln wir doch mal los. Kann ich das wenigstens gebückt machen? So schön auf Safe gehen und... Okay. Okay, dann nicht. Dann, machen wir das hier mal ganz locker, easy über diese, keine Ahnung wie viele Jahre alten, morschen Holzbalken. Es ist doch kein Problem. Naja, ich meine, nach der ganzen Scheiße, die wir... nach der ganzen Scheiße, die wir so jetzt mitgemacht haben, schockt uns das, glaube ich, auch nicht mehr. So. Was? Ach, Leute. Bitte nicht. Okay. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. So. Das wird jetzt... Oh, scheiße, das ist richtig lang, das Stück hier. Oh, wieso kann ich das nicht gebückt machen? Dann könnte ich mich doch wenigstens mit den Händen noch so links, rechts abstützen. Jo, und Hauptsache, das werden auch immer mehr. Alter, was ist das denn? Was sind das? Sind das so Libellen? Nee, das macht doch keinen Sinn. Was ist das? Fuck! Nein, weh! Blake, bitte! Oh, nein, 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 nein! Bitte nicht! Fuck! Hallo? Muss ich die Kamera... Nee. Hä? Ich häng... Okay, ich häng Kopf über. Was war das denn? Also erstmal dieser Gollum, der hier so niedergeschossen wurde und dann dieser komische Ogre oder was das war, wo so ein anderer komischer Macker drauf saß. Was ist das denn bitte? Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Und die gehören auf jeden Fall zu Papa Knut. Der hat ja irgendwie gesagt, Papa hat recht oder irgendwie sowas. Oh Mann, warum können so welche Leute nicht einfach mal... Okay, gut, ich will mit denen nichts zu tun haben, aber warum können nicht einfach mal irgendwelche Leute auf unserer Seite sein? Oh Mann, ey. Wie heißt der eine noch? Ethan? Ich glaube, der hieß Ethan, oder? Hieß er so? Ich glaube, ja. Der war auf unserer Seite, das war unser Freund und dann einfach... Oh Mann! Okay, so, ich mache mir jetzt erstmal los. So mit so dem ganzen Blut im Kopf ist auch echt nicht so geil. Ich glaube auch, wir nehmen den langen Weg. Ja, nice. Ja, nice. Oh, okay, Leute. Ich glaube, das reicht dann erstmal. Dann würde ich sagen, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, einfach wieder einschalten. Okay, das ist jetzt klingt schon so einstudiert. Aber Leute, wirklich, also falls ihr Bock habt, diese Videos weiterzugucken, dann gebt auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben, kommentiert immer schön fleißig. Lasst natürlich auch ein Abo da. Und ja, schaltet einfach wieder beim nächsten Mal rein, weil es geht hier auf jeden Fall weiter. Da wird echt noch eine Menge kranke Scheiße passieren. Ach, Mensch, ey. Oh, da wird noch so einiges passieren. Also, macht's gut. Euer Felix.